Ja, schönen guten Tag, liebe Leute, und herzlich willkommen zum neuen Part von... Zum neuen Part? Ich meine nicht neuen Part. Und zwar von WarioWorld. Ja, wir befinden uns jetzt in der letzten Welt. Und, ja, in den Spiegelhallen. Es läuft ziemlich gut. Ich habe bis jetzt alle Schätze gefunden. Und es fehlt nicht mehr viel, bis wir zum Endboss kommen, ja. Das LP nähert sich bald dem Ende, aber wir wissen ja... Es kommt bestimmt noch irgendwas, was mich halt dann irgendwie noch fertig machen wird. Irgendwelche blöden Dinge passieren ja immer wieder. Hier ist das mal ein Schalter. Was zum Henker? Der Typ wirft Teller auf mich. Nee, nicht Teller. Warte mal, halt. Ich muss mal gucken. Leute, ihr versperrt mir gerade... Nee, halt. Jawohl. So, den wollte ich gerade aktivieren. Jetzt muss ich mal gucken, wo ich lang muss. Okay. Das ist ja jetzt nicht so schwer. Einfach nur laufen und dann hat man schon. Also wie gesagt, hier in der Welt ist es eigentlich nicht schwer, 100% zu finden. Da war es halt wirklich in den anderen Welten wesentlich schwieriger gewesen. Du musst einfach nur gucken, wie dein Spiegelbild hier verläuft. Das ist natürlich halt auch die Steuerung natürlich ein bisschen verkehrt, aber es ist machbar. Ja, doch, das lief gut. Ein bisschen runter. Nee. Man kommt jetzt zwar leider nicht mehr zurück, aber ist jetzt auch nicht so schlimm. Das wollen wir jetzt mal weiter. Ich brauche jetzt noch keine Heilung. Das kommt mal ziemlich gut. So. Gut, ich bin oben. Okay. Muss ich nochmal runter? Ich habe das Gefühl, ich musste nochmal runter, weil hier irgendwas nochmal war, was ich brauchte. Ja, ein Schatz. War ja klar. Das war jetzt aber auch die Uhr. Eine Taschenuhr. Sehr cool. Ich habe, glaube ich, habe ich mal eine Taschenuhr gehabt? Ich glaube, mein Opa hatte mal eine Taschenuhr gehabt. Ich glaube, die hat er damals besessen. Hatte ich nicht auch mal eine? Ich glaube, ich hatte mal eine Taschenuhr. Aber nie benutzt. Ich dachte gerade, ich springe irgendwie wieder runter, aber ich habe es geschafft. Sehr gut. Mal wieder eine Falltür. Juhu. Ja, man muss immer wieder sagen, WarioWorld ist halt wirklich ziemlich einfach gemacht. Das ist halt wirklich immer das Gleiche, muss man sagen. Weil du hast halt wirklich halt die einfachen Welten hier. Und die ganzen Falltüren sind halt auch immer die gleichen. Ihr seht ja, es läuft halt ziemlich gut hier in der Welt. Aber es läuft auch wirklich nur so gut, weil ich halt die Welt echt am meisten immer gezockt habe. Also ich habe die, ich glaube, damals mal rauf und runter gespielt. Ah, jetzt kommen wir wieder zu einer Arena. Ey, sieht das so kleine... Wie seht ihr denn aus? Sieht so aus wie Grubpuppen oder so. So. Boah, das... Warum greifen denn gerade mich so viele an hier? Ihr geht mir auf den Sack, Mann. Und tschüssi. Ich habe auch irgendwie mal Bock, irgendwie mal Mario Shake Dimension mal zu spielen, weil das ist ja auch ein Game, was ich auch noch nie gezockt habe. Das soll ja auch richtig lustig sein. Das soll ja so ein Anime-Style so ein bisschen sein. Ich bin mal gespannt. Also, wenn ihr das sehen wollt oder so, dann könnt ihr es mal gerne irgendwo mal schreiben. Alter! Aber ich habe das Gefühl, also ich weiß nicht, ob das aus euch auch so geht, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass viele kleinere YouTuber kaum noch irgendwelche Kommentare kriegen oder so. Also kann auch sein, dass es nur bei mir der Fall ist, aber ich merke halt wirklich, ich kriege sehr, sehr wenig Kommentare. Auch wenn ich irgendwas frage oder so, dann kommt halt nie irgendwas. Aber ich bin froh, das muss ich auch wieder sagen, dass ich kein Hate oder sowas kriege. Das würde mich fertig machen, wenn ich irgendwie Hate kriege. Einige Monster werden nur durch im Spiegel ersichtbar. Ja, ich bin halt immer noch einer, der wirklich dieses klassische Let's Play noch halt macht. Also irgendwie ohne Kamera oder so, weil das mag ich irgendwie nicht. Ich muss es immer wieder sagen halt. Oh, warte mal, was war das nochmal? Ach, die katapultieren mich da hoch, oder war das nicht so? Toll. Dass man hier keine Möglichkeit hat, irgendwie mal zu heilen oder so. Ah, warte mal, hier. Ja, stimmt. Das waren ja Dinger, die runtergehen.
die Plattformen springen halt immer wieder runter, wie oft ich hier drauf springe. Oder wie oft ich halt drauf bin. Mein Gott. Ich weiß auch immer nicht, muss ich mir ganz ehrlich sagen, was ich halt erzählen soll. Also, es gibt ja viele Leute, die halt zum Beispiel viel halt über ein Thema reden oder halt viel über sich selbst oder sowas. Aber ich weiß halt gar nicht, was ich hier großartig erzählen soll. Ich bin halt immer noch zu Hause. Also ich hab ja eigentlich, ich kann ja momentan nicht arbeiten. Ach, verdammter Mist. Obwohl wir halt auch wieder aufhaben. Durch die Bestimmungen und so weiter. Aber ich weiß nicht, ob ich so über sowas reden will oder sowas bei einem Let's Play. Eigentlich geht es beim Let's Play immer darum, immer Spaß zu haben und so. Aber irgendwelche politischen Themen oder so. Will ich nicht reden. Das gehört hier nicht dazu, muss ich sagen. Halt darauf aufmerksam machen. Ja, das kann man machen. Wo muss ich lang? Ich muss in die Mitte. Jawohl! Ah, super. Wer geht denn freiwillig an diesem Spitzending da vorbei? Also ich mach's nicht. So. Jetzt muss ich da. So. Jupp! Puh, das war klar. Gut. Gut, gut. That's very good. Ja, aber das macht mir auch keinen Spaß, dann über sowas zu reden. Weil das mache ich schon viel halt im Privaten und das muss man jetzt nicht auch noch in der Let's Play haben. Mann, Wario, drück doch einfach mal die R-Taste. Danke. Jetzt muss ich mal gucken, wo hier nochmal der nächste Schalter ist, weil ich habe, glaube ich, einen Schalter übersehen. Das ist halt Doppelkacke. Wo ist der nächste Schalter? Ah, cool. Sehr nice. Warte mal, vielleicht ist der Schalter. Ja, der Schalter ist irgendwo hier. Die Schalter müssten hier irgendwo gewesen sein. Muss ich nur mal zurücklaufen und dann kann ich es aktivieren. Wie, was hat der denn für einen komischen. Na? Nee. Hä? Da ist der Schalter. Wow. Nein. Nicht sterben. Ich will nicht sterben. Ich will jetzt nicht wissen, was passiert, wenn ich sterbe. So. Muss ich mal zurücklatschen. Nee, da ist er nicht. Oh, man hört schon die ganze Zeit. Schnell. Schnell den Schatz holen. Das Schätzchen ist mein. Und gehe ich den letzten. Den habe ich nicht fast. Ich glaube, ich müsste fast alle Schätze dann haben. Nee, noch nicht. Nein, noch nicht. Ich will noch ein paar. So. Besser. Oh. Die sah gerade cool aus. So. Jetzt gehe wieder zurück. Aber leider ist nirgendwo Knoblauch. Ich brauche Knoblauch. Mit Wario wieder, dass es wieder besser geht. Hier ist kein Knoblauch. Dann muss man doch wieder zurück und dann in die nächsten Sachen holen. Das ist manchmal so blöd. Immer wieder zurücklaufen musst, nur ein paar Schätze zu holen. Aber ich glaube, der nächste Schalter müsste hier irgendwo in der Nähe sein. Der war hier irgendwo noch. Ja. Zack, zack. Bumm, perfekt. Mich hier ruhig. So. Schalter, wo bist du? Ah, Knoblauch. Oh, cool. So ein Kirchengemälde war da gerade gewesen. Sehr schön. Jetzt müsste eigentlich in die Stelle kommen, wo nur die Gegner aus der Wand im Spiegel zu sehen sind. Ja, das sind sie. Mein! So, jetzt muss ich erstmal wieder. Hey! Nicht weglaufen! Oh oh! So, weg damit! So, zack! Perfekt! Oder was? Nö! Oh, endlich! Gib mir meinen Knoblauch! Dann muss ich wieder komplett viel wieder ausgeben.
Da habe ich diesen Mensch. Nee, ich habe auf jeden Fall keinen übersehen eigentlich, oder? Habe ich einen übersehen? Ich habe einen übersehen, das weiß ich, aber ich komme doch da nicht ran an den. Den hatte ich mir noch nicht aktiviert. Ah, scheiße. Irgendwo war hier noch ein Schalter, das weiß ich. Halt. Moment. Aha. Ja, hier ist ein Schalter, dann habe ich einen Schalter übersehen. Ah, na super. Gut, dann hole ich mir den noch. Erstmal die Tür öffnen. In der ersten Welt klappt es immer hier irgendwie überhaupt nicht. Obwohl es immer noch die gleichen... immer noch die gleiche Breite drin haben. So, nochmal einsetzen. Oh nein. Oh nein, sowas mag ich überhaupt nicht. Da muss ich wieder in den richtigen Zeitpunkt wieder drücken. Ja. Perfekt. Ja, achso. Nein! Boah, das war knapp. So. Jawohl. Das Fett wurde rübergeschossen. Jetzt muss ich nur an den ran. So. Richtig zielen. So. Das war zu weit. Wisst ihr, was ich mich machen muss? Ich muss genau an den richtigen Zeitpunkt halt springen, damit ich da drüber komme. Zielen, drauf springen und dann Schuss! Oh, ich muss da hinten hin, weil ich die letzte Dings hier haben will. Ach, komm runter! Ah, komm schon! So. Mann, oh, warum treffe ich das denn? Warum treffe ich nicht? Warum? Danke. Oh, die Zielen, perfekt. Ich muss mich schon ein bisschen frühzeitig da das machen. Boah. So. Ich will wirklich nur darauf kommen. Und das weiß ich, das war immer ziemlich schwer, weil ich muss das. Ich darf das nicht zu früh machen, zu spät machen. Jawohl, beim zweiten Mal. Sehr gut. So, jetzt fehlt nur noch, glaube ich, nur noch ein einziges Stück, oder? Ich glaube, es dürfte nur noch ein einziges Stück für die Dings nur noch fehlen. Also auch schon für die Statue. Oh, jetzt kommt wieder das Geistermonster. Los, hol deine Kumpane her. Ich will deine Kumpane. Bring mir deine Kumpane. Nur so kann ich dich platt machen. Yep. Musste jetzt gerade das Feuer kommen. Jedes blöde Feuer. Komm, Pan! Hol deine Leute hier. Ja. Das war Treffer Nummer 1. Ich glaube, der braucht jetzt schon ein paar mehr Treffer auf jeden Fall. Mach schon. Hol deinen Kompan. Natürlich werde ich wieder getroffen von irgendwelchen Blitzen. Jetzt wird er ihn. Und tschüss. Nee, noch nicht. Einer braucht er noch. Mann, no! Du blödes. Jetzt habe ich gerade nicht darauf aufgepasst. Ja, noch mehr Eis und Blitze, Feuer und so. So das Schlimmste von allem. Ja, Eis kannst du machen, das ist okay. Und tschüss. Auf Wiedersehen, lieber Geist. Mach's gut. So, ja, wo ist jetzt der nächste Schalt? Autsch.
hätten sie eigentlich auch die Gegner, die Steinblöcke von Mario nehmen können, oder? Oh, war jetzt hier rum nochmal. Mal kurz gucken. Nicht. Das ist also einfach nur eine Falle. Okay. Was war das? Wieso bin ich jetzt runtergeworfen worden? Mein Lieblingsort. Oh. Was war das jetzt? Irgendwas hat mich gerade angegriffen. So, jetzt muss ich nochmal zurück. Ah, ich wurde von der Bombe getroffen. Muss ich aber wirklich nochmal zurück und einen einzigen Schatz suchen. Einen Kreis. Guck mal, da ist auch noch mal einer. Mario, du sollst springen. So. Nein, er macht es nicht. Du sollst doch einfach nur das machen, was ich dir sage. Ja, toll. Ich komme da gar nicht zurück. Jetzt. So, jetzt habe ich den einen aktiviert, jetzt muss ich mal zurück. Und jetzt kann ich den einen einsetzen, der ist mit da vorne. Oh, eine Verwirrbrille. Ich komme jetzt nicht mehr komplett zurück, weil oben war ja auch noch was gewesen. Dieser blöde Block. Und da oben ist der Schalter. Der müsste jetzt, glaube ich. Na komm. Na, Mario. Ja, perfekt. So. Und mir fehlt ein Schatz. Ach, mir fehlt wieder mal ein Schatz. Das gibt's doch nicht. Scheibenkleister. So, jetzt mal den hier. Der fiese Falschspieler hinterm Zieltor ist eine echte Memme. Selbst wenn du gegen den Becher schlägst, in der er sich versteckt, kommt er nicht heraus. Aber lass dich nicht an der Nase herumführen, Mario. Er steckt auf jeden Fall noch in einem Becher. Wie komme ich denn da jetzt rüber? Achso. Nein, ich komme da nicht rüber. Mario, spring! Du musst springen. Ich sagte, springen. Aber dem fehlt mir auch noch irgendwo. Mann! Der springt! Er macht hier diesen Wirbel! Komm schon! Willst du mich verarschen? Du sollst den Sprint machen! Danke! So, jetzt fehlt mir nur noch ein einziger Schatz und ein einziges Statuen-Ding. Aber wo habe ich die verpasst? Warte mal, kurz gucken, Leute. Okay. Gut. Oh, mir fehlt sogar noch ein kleiner. Gut, dann muss ich mich nochmal umgucken und dann, wenn ich ihn gefunden habe, dann melde ich mich wieder. Dankeschön wieder fürs Zuschauen, Freunde. Ich hoffe, ihr hattet wieder viel Spaß bei meinen Fails. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Danke fürs dabei sein. Macht's gut, bis zum nächsten Part. Tschüss.